Was zieht Otto ans Buchheim-Museum? Warum das Buchheim für diese große Geburtstagsschau? Also die bisherigen Ausstellungen von Ottos Werk fanden ja allesamt im Norden statt. Emden, Hamburg, Frankfurt. Es war also höchste Zeit, die Mainlinie zu überschreiten und den Sprung nach Bayern zu wagen. Und wenn schon Bayern, dann doch dahin, wo es im Sommer am schönsten ist. An den Starnberger See, wo ja auch schon viele andere Maler gearbeitet und ausgestellt haben. Spitzweg, Leibl, Trübner, Wassily Kandinsky und Paul Klee. Dazu kommt, dass auch schon Kollegen von mir im Buchheim-Museum ausgestellt haben. Zum Beispiel Peter Geimann und Rudi Hurzelmeier. Ja, was wird es dort in der Ausstellung zu sehen geben? Also erst einmal natürlich viele Bilder. Aber ich will ja nicht nur durch Quantität überzeugen, sondern, jetzt kommt die erste Überraschung, auch durch Qualität. Ja, denn meine Vorbilder sind die allerbesten. Von Da Vinci bis Dali, von Vermeer bis Goch, von Hopper bis Hockney, von Spitzweg bis Picasso und so weiter und so weiter. Bei all diesen Großmeistern habe ich nämlich einen kleinen Fehler entdeckt, ein Versäumnis. Auf ihren Gemälden fehlen Ottifanten. Pferde, Hunde, Katzen, Mäuse, ja, alles da. Aber Ottifanten? Fehlanzeige. Und das muss anders werden. Und das wird anders. Außerdem werde ich noch ein paar Dinge ausstellen, die mit mir zu tun haben und mit dem, was ich nebenher so gemacht habe. So Shows und Fernsehen, Filme, goldene Schallplatten und so weiter, goldene Leinwände, Orden und Ehrenzeichen. Also ein bisschen angeben, wenn Sie verstehen, was ich meine. Entschuldigung. Welche Events wird es um diese Schau geben? Das kann ich Ihnen zwar noch nicht genau sagen, aber eins weiß ich. Besonders für die Kinder werde ich mir was einfallen lassen, damit die nicht zu kurz kommen, denn die sind ja schon so kurz. Alles Gute. Bist du ruhig? Entschuldigung.